Samstagmorgen, 5.30 Uhr. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Wanderung. Wir befinden uns hier im schönen Kempen. Wir sind schon am Ortsausgang. Wir haben da vorne, da ist so noch hier 100 Meter von hier, ist so eine kleine Parkanlage. Da haben wir geparkt. Wir müssen jetzt hier noch ein Stück die Hauptstraße entlang. Sonne ist noch nicht aufgegangen. Es wird jetzt in einer Viertelstunde so der Fall sein. Wir laufen heute nach Krefeld-Hüls, Richtung Osten also. Und von da aus wieder zurück, einmal kurz durch Kempen. Und zwischendurch ist irgendwo noch so ein kleiner Kiesbaggersee. Vielleicht kann der Pelle da noch mal kurz reinspringen. Ich weiß es aber nicht. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. So, hier. So, ja, wie gesagt, Hauptstraße St. Tönisser Straße. Führt nach St. Tönis, sind knapp 6 Kilometer von hier entfernt. Immer wieder schönen Mais. Sonnenaufgang ist in knapp 2 Minuten. Und in knapp 500 Meter erreichen wir den Wegabzweig. Dann gehen wir ins Feld. Dann möchte ich mich nochmal für die schlechte Bildqualität am Anfang des letzten Videos entschuldigen. Ja, aber so ist das nun mal halt. Sonnenaufgang ist immer ein ganz komisches Licht. Auf der einen Seite ist es sehr grell, auf der anderen Seite hast du im Wald noch sehr dunkel und in der Dunkelheit macht der Bildstabilisator und der Bildsensor halt nicht so gut mit. Aber das habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen. Ist halt so, ne? Was willst du machen? Ja, und ich hoffe mal, GoPro bringt jetzt eine Kamera raus mit einem größeren Bildsensor im September. Warum auch immer erst im September. Alle anderen Hersteller, DJI oder Insta, haben schon ihre Kameras vorgestellt und rausgebracht. Und weiß ich nicht, ob das so schlau ist, hier eine Kamera rauszubringen, eine Actioncam rauszubringen, ja, in der, sage ich mal, Anführungsstrichen, dunklen Jahreszeit. Da kann man auch besser im Sommer machen, ne, wenn die Leute noch filmen und sagen, jo, das ist eine super Kamera, ne, kann ich nur empfehlen und so weiter und so fort. Nein, die bringt man dann im Herbst raus. Naja, müssen Sie selber wissen. Wie gesagt, ich hoffe, dass da ein vernünftiger Bildstabilisator und ein vernünftiger Bildsensor vor allem verbaut ist und dass man auch im Lowlight-Bereich bessere Aufnahmen machen kann. Ich würde sagen, weiter geht's, ne? Bevor ich hier noch irgendwie meine Stimme versagt hier, weil ich so laut schreien muss, den ganzen Verkehr hier. Ne, Pelle? Ach, Pelle, komm mal her. Ne? Tut der Papa so viel quatschen? Und keiner kümmert sich um dich, armer Hund. Hm? Weiter geht's. So, Pelle, wir gehen rüber. Pelle, Pelle, komm einmal rüber. Muss aufpassen, hier ist so eine komische Kurve. Die brettern hier mit 100 Brettern die hier lang. Deswegen ist das auch so laut gewesen vorhin. Ja, Kilometer 1,3. Ne, wir haben jetzt die Hauptstraße verlassen, gehen jetzt hier ins Feld. Und ich frage mich so langsam, wo die Sonne bleibt. Wir haben 5.54 Uhr. Offizieller Sonnenaufgang ist 5.43 Uhr.
Naja, gut, ne? Werden wir sehen, wo die sich versteckt, die Frau Sonne. Da muss sie aufgehen. Vielleicht muss ich die rufen und hat verschlafen. Naja, wie auch immer, ich würde sagen, weiter geht's. So, wir wären dann soweit, ne? Sonnenaufgang seit 14 Minuten. Da vorne, keine Ahnung. Pelle, wo bleibt die Sonne? Sag mal, hä? Wo bleibt die Sonne? Zack. So, habe ich schon gesagt, dass heute so knapp 17 Kilometer gelaufen wird? Weiß ich gar nicht. Ja gut, Kilometer 1,6 um 5.58 Uhr. Da bin ich mal gespannt, wann die Sonne hier aufgeht. Wir kommen nämlich gleich an so eine kleine Siedlung und an so ein kleines Waldgebiet. Und wenn da die Sonne aufgeht, dann haben wir natürlich Pech gehabt. Naja gut, wir werden sehen. Bin ich schon mal froh, dass hier kein Mais steht oder so. Ach, guck mal, jetzt kann man gar nicht erkennen. Guck mal, wenn man... Ich drehe das mal um. Pelle, warte mal bitte. So, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich halte mal den Finger... Da ist so eine kleine Wolke und knapp über der Wolke, wo, genau wo mein Finger jetzt ist, da ist die Sonne. Die ist jetzt so zu einem Viertel sichtbar. Na ja, gut, werden wir gleich sehen. Ja, und Pelle wartet auch, ne? Ja, ja, du wartest auch auf die Sonne, ne? So, und ich würde sagen, weiter geht's. So, ja, wie vorhin schon erwähnt, wir laufen jetzt hier durch so eine kleine Siedlung. Hier hat auch bestimmten Namen. Die Straße hier heißt Schmelendorf. Und vielleicht heißt die Siedlung hier auch Schmelendorf, keine Ahnung. Ja, und wie gesagt, da ist die Sonne. Ja, und da hätten wir jetzt hier keine Chance, den Sonnenaufgang zu filmen. Haben wir noch Glück gehabt, ne? So, ich würde sagen, weiter geht's bei Kilometer 2 um 6.06 Uhr. So, jetzt habe ich hier diese Karte gefunden. Ja, und da sind wir und man kann sehen, diese kleine Siedlung heißt Schmelendorf. Ja, war bei mir auf der Komoot-Karte steht sie nicht drauf. Und hier ist dieser kleine Baggersee, wo wir nachher laufen. Also wir werden laufen jetzt hier durchs Feld, hier nach Hüls rein und hier oben rum wieder zurück. Und hier an diesem kleinen Baggersee vorbei. Und da ist ja meine Hoffnung, dass der Pelle da noch reinspringen kann. Und dann gehen wir hier durch dieses Gewerbegebiet wieder zurück zum Auto. Wir haben hier geparkt. Da ist so eine kleine Parkanlage. Und da haben wir geparkt. Und jetzt würde ich sagen, weiter geht's, ne? Komm, Opa. So, wir überqueren jetzt die Unterfelder Straße, wenn ich das richtig gelesen habe. Gehen jetzt hier vorne, ist noch so eine Hauptstraße, der Krefelder Weg. Gehen wir noch ein Stückchen entlang und sind dann auch wieder im Feld. Bei Kilometer 2,6 um 6.13 Uhr. Weiter geht's.
Schild. Der ist so hoch, da komme ich mit meinem Vollpfostenstab gar nicht dran. Na gut, jetzt haben wir noch so knapp 2 Kilometer bis nach Hülst. Um 6.28 Uhr. Ja, wie wir gesehen haben, heute Nacht hat so ein klein bisschen geregnet. Wir haben auch vorhin an der Hauptstraße gesehen, die noch nass war. Und natürlich, ne, wenn ich die ganze Zeit kommt kein Auto. Und jetzt, wenn ich hier am Filmen bin, ne, da kommen sie alle an. Gerade schon ein Roller, jetzt wieder ein Auto. Ah, Kerlchen. So, Pele, einmal hier rüber. Komm, einmal hier rüber. Ja, ja, Leute. Ne, so ist das, ne? Kommen alle nur hin, um mich zu ärgern. Habe ich gesagt, Kilometer 4,0, ne? Weiter geht's. Pelle, guck mal hier. Das ist der Spargelspezi. Ja, so eine Infotafel. Ne, finde ich gar nicht mal so schlecht, ne, wo den Leuten erklärt wird, wie der Spargel wächst und was damit passiert. Finde ich gut. Wir grüßen den Spargelspezi. Weiter geht's. Sonntagmorgen, 6 Uhr, einen Tag später, und wir müssen das Video mal kurz unterbrechen. Und zwar hatte ich leider nach dem ersten Akkuwechsel keinen Ton mehr auf den Aufnahmen. Keine Ahnung, woran es gelegen hat, ob es ein Wackelkontakt war oder ein technischer Defekt, keine Ahnung. Und ich ärgere mich auch tierisch, dass es beim ersten Akkuwechsel passiert ist und nicht beim dritten oder irgendwie sowas. Ja. Naja gut, was willst du machen? Ne? Erstmal natürlich dem Pille ein Leckerchen geben. So. Ja. Und da die erste Wut, sage ich mal, verflogen ist, würde ich sagen, machen wir mit dem Video gleich weiter. Weiter geht's. So, komm Pille, wir gehen hier lang, ne? Genau. Ja, wir sind schon seit 4 Uhr heute Morgen unterwegs, und ja, ich wollte den Sonnenaufgang hier dann auch mitnehmen für die Ansage, und ist mir aufgefallen, dass ich keine SD-Karte in der Kamera hatte, muss ja noch mal nach Hause gehen. Naja, so geht's halt, ne? So, ich zeige euch noch ein paar Aufnahmen hier von der Runde hier, und dann machen wir mit dem eigentlichen Video weiter, würde ich sagen, ne? Weiter geht's.